Mittlerweile ist Stimulation ja fast dafür bekannt, dass man nicht lange auf Updates warten muss. Und genau das ist auch jetzt der Fall. Nachdem wir vor kurzem noch die Ultimate bekommen haben, die alles ineinander vereint hat, haben wir jetzt ein süßes kleines neues Paket von Stimulation. Die neue Mini. Was die Mini kann, ob sie gut ist und wer sie sich vielleicht kaufen sollte oder auch nicht kaufen sollte, das klären wir heute im Review nach den Cinematics. Und das waren die Cinematics. Die Mini war schon lange Zeit eine meiner absoluten Lieblingsstimulations, weil ich generell halt eher auf kleinere Pfeifen stehe als auf riesige und ich persönlich rauche halt auch fast nur Einschlauchpfeifen. Deswegen war die Vierschlauch Ultimate für mich gar nicht der absolut ultimative Peak an Pfeife. Die Ultimate One war schon sehr geil, allerdings auch eine große Pfeife. Die Mini spielt genau in meine Karten. Long story short, die Mini ist es für mich persönlich von der Größe und von den Features her. Und bei den Features haben wir einige Upgrades bekommen und ein Upgrade macht diese Pfeife meiner Meinung nach sogar ultimativer als die Stimulation Ultimate. Und auch noch ganz wichtig, wenn wir bei Stimulation sind, falls ihr euch eine Pfeife bei Stimulation auf der Website bestellt, by the way, irgendeine Pfeife, es muss nicht mal die Mini sein, wenn ihr den Code SWG eingibt, haben wir eine Win-Win-Win-Situation. Stimulation freut sich, weil ihr bei denen eine Pfeife einkauft. Ich freue mich, weil ich etwas Provision an Support Money abbekomme von eurer Bestellung und ihr könnt euch ebenfalls freuen, weil ihr 40 Euro kostenlos Zubehör mit oben drauf bekommt. Also gerne im Warenkorb den Code SWG mit reinklatschen, falls ihr euch was bei Stimo bestellt. Bevor wir aber zu dem Feature kommen, gehen wir ganz normal unsere Review-Punkte entlang. Wir fangen an mit Verarbeitung und Qualität, Optik und Design, Rauchverhalten und das alles gemündet am Ende nochmal in ein Fazit. Schon oft bei Stimulation dazu gesagt, über Verarbeitung müssen wir einfach nicht lange reden. Das ist der absolute Peak, das ist das Nonplusultra. Besser wird's nicht und besser muss es auch gar nicht werden. Die Verarbeitung ist hervorragend. Ich habe keine Gewinde, die hängen. Die O-Ringe sind überall drinne zum Abdichten. Wir haben keine Kratzer im Material. Jeder Anschluss passt perfekt. Das Steam-Click funktioniert fast perfekt. Da haben wir einen kleinen Punkt, über den wir dann noch reden müssen bei den Features. Es ist Stimulation, Freunde. Da muss man wirklich nicht lange drüber reden. Das ist perfekt. Das ist Perfektion in einer Pfeife, was Verarbeitung angeht. Zwischendrin muss ich euch noch mal kurz um was bitten. Falls euch die Videos gefallen, lasst dem doch sehr gerne einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo bei dem Video, dann würde ich mich sehr drüber freuen. Optik und Design können wir auch relativ schnell abhaken. Ich finde die Pfeife super schön. Mir spielt die Mini, wie gesagt, komplett in die Karten. Wenn wir unten an der Pfeife anfangen, die neue Bowl finde ich unglaublich schön, die neuen Bowl-Farben finde ich unglaublich schön. Ich habe hier gerade das Light Blue und hier wäre noch das Silber Rose und dieser ganz leichte Rosé-Touch. Ich hoffe, der kommt auf der Kamera überhaupt so gut rüber. In manchen Lichtverhältnissen sieht es fast nur Silber aus und in anderen Lichtverhältnissen kommt ein ganz leichter Pink-Touch noch mit rüber. Ultra geil, wenn man mich fragt, wäre das jetzt so ein Full-on-Pink, hätte das wenig mit Eleganz zu tun, sondern wäre wahrscheinlich einfach nur wieder übertrieben und schon fast kindlich. Aber genauso wie Stimulation das hier gemacht hat mit der Farbe, finde ich das unglaublich geil.
neuen frischen Wind reinbringen, aber nicht übertreiben beim Design. Und das ist zu 100% gelungen. An der Base haben wir jetzt dieselben Einkerbungen, wie wir das schon von der Ultimate kennen. Bei der Rauchsäule sieht das ähnlich aus. Das ist praktisch wie eine Rauchsäule von einer Ultimate in etwas kleiner. Das heißt, wir haben hier auch zweimal diese leichten Erhöhungen drinne, jeweils mit den drei Cuts. Und das sieht einfach geil aus. Es ist natürlich keine extreme Revolution von Design, aber es ist ja auch nur eine Weiterentwicklung von der Mini. Und genau das ist hier passiert. Mit genug Details, dass man sofort erkennt, das ist eine neue, aber nicht so viel, dass man nicht sofort erkennen würde, dass wir hier über eine Mini reden. Ob die Pfeife euch am Ende des Tages gefällt, müsst ihr natürlich selbst wissen. Da kann ich euch nicht viel zu erzählen. Was ich aber noch erzählen kann, ist, mit der Rauchsäule ist die Pfeife natürlich ein bisschen kleiner, als sie das hier mit dem doppelten X-Blow-Off-System ist. Übrigens, es sind alle Teile kompatibel. Ob ihr einen Cooling-Diffusor haben wollt, einen Cooling-Adapter haben wollt, ob ihr einen X-Blow-Off-Adapter haben wollt, könnt ihr alles dran bauen. Ich habe jetzt keine Cooling-Funktion mit eingebaut, habe aber hier den X-Blow-Off verbaut, sodass ich hier in verschiedenen Einstellungen mein Blow-Off eben ändern kann. Da kommen wir auch gleich noch zu. Und mit dem X-Blow-Off, dadurch, dass sie ein bisschen höher wird, ist das fast die perfekte Größe an Pfeife für mich. Ich wünschte, ich hätte noch so ein kleines Sleeve in der etwas helleren Variante. Das könnte mir noch mal besser gefallen, glaube ich. Habe jetzt aber hier einfach mal die Carbon-Variante dran gemacht. Sieht auch geil aus, aber ich glaube, das Blau mit einem weißen Sleeve würde auch noch sehr lecker kommen. Aber da kann sich ja dann jeder austoben. Bei den Bowl-Farben, die es alle gibt und bei den ganzen Sleeve-Optionen, die Simulation mittlerweile anbietet, kann man da richtig schön customizen, je nachdem, wie euch das eben gefällt. Ich habe jetzt aber erstmal die Kombi hier. Und was bei der Optik nicht fehlen darf, ist natürlich ein kurzer Blick auf die Blow-Offs. Ich blende euch einmal das Ganze ohne den X-Blow-Off ein, dann seht ihr, wie das Ganze clean aussieht. In der normalen Variante haben wir eben genau diesen einen Blow-Off. Wer mehr Blow-Offs möchte, kann sich das X-Blow-Off noch dazu kaufen. Und das ist vielleicht preislich schon mal ein kleiner Kritikpunkt. Die Pfeife fängt bei 220 Euro an. Wenn man die Crystal Bowl nimmt, geht sie auf 240 Euro hoch. Und man muss dann noch zusätzlich den X-Blow-Off drauf kaufen, wo die Expansion Mini im Gegenzug unter 200 Euro kostet und sozusagen einen halben X-Blow-Off, also einen X-Blow-Off-Adapter mit einem Adapter statt wie hier zwei schon dabei hat. Dann kommt natürlich die Frage auf, warum denn dann nicht einfach die Expansion Mini kaufen? Kommen wir aber auch später im Fazit nochmal drauf zurück. Ich zeige euch aber jetzt nochmal den Blow-Off, wie er gerade hier bei mir ist. Eine Einblendung habe ich da auch noch mit dem X-Blow-Off-Adapter. Und danach zeige ich euch jetzt nochmal, wie das gerade bei mir läuft. Damit ihr das auch nochmal live mitten im Review gesehen habt, zeige ich euch das jetzt. In meinem Fall hier gerade nach oben. Von unten nach oben und von oben nach oben an dem Teller vorbei nach außen. Das ist mit einer meiner Lieblingskombinationen. Meistens stelle ich mir da irgendwas ein und dann lasse ich das so. Ich fand sie aber auch clean sehr, sehr schön. Und dann ist sie halt vor allem sehr filigran und schlank und einfach hübsch. Also ich mag sie auch ohne Sleeves echt gerne. Und dann kommen wir zum Rauchverhalten. Und da hat sich auch ordentlich was getan. Ich habe die Pfeife einmal durchgemessen und bin auf ungefähr 130 Pascal gekommen. Stimulation gibt an, es wären sogar nur 127 Pascal, aber 3 Pascal kann man wirklich als Messtoleranz stehen lassen. Also glauben wir einfach mal Stimulation mit den 127 Pascal. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr leichter Durchzug. Also wenn ihr Durchzugsfanatiker seid und ihr eine sehr offene Pfeife sehr gut findet, dann ist die Stimulation Mini jetzt bei euch ganz weit oben in der Wunschliste, würde ich sagen. Also wenn ihr Durchzug mögt, dann werdet ihr die Mini auf jeden Fall lieben. Was auf der anderen Seite aber heißen kann, falls ihr jemand seid, der gerne sehr fluffig einen Mehrlochkopf baut, könnte das problematisch werden. Weil ein Feature, was fehlt im Gegensatz zu ihren großen Geschwistern, ist, dass man den Durchzug einstellen kann. Das heißt, wenn das ein Faktor ist, der euch persönlich wichtig ist, dann würde ich wahrscheinlich lieber zu einer anderen Stimulation-Pfeife greifen, wo ihr den Durchzug einstellen könnt. Wenn ihr ihn offen habt, sehr leicht, zum Beispiel für einen Overpack mit einem Funnel, der eben viel Durchzug schluckt. Und auf der anderen Seite, wenn ihr dann einen Mehrlochkopf raucht, könnt ihr das Ding halb zudrehen, dass der Durchzug an sich schwerer wird. Ihr baut euren Kopf aber viel fluffiger und meinetwegen auf Abstand. Und schon habt ihr am Ende des Tages trotzdem denselben Durchzug, der eben für euch genau passend ist. Wenn ihr jemand seid, der aber fast nur Funnel raucht und sehr gerne Kontakt raucht oder auch Funnel ohne Kontakt raucht, dann ist das schon sehr, sehr geil, dass die so offen ist. Und wo wir gerade bei Feature waren, die diese Pfeife nicht hat, die ihre großen Geschwister aber haben. Diese Pfeife hat ein Feature, was meiner Meinung nach ultimativer ist als die Feature von der Ultimate. Und es ist genau das, was ich mir damals schon für die Ultimate gewünscht hatte. Und zwar liegt das Geheimnis in diesem kleinen Ding hier.
Jetzt denke ich, das ist eine ganz normale Steckbowl-Dichtung. Ja, schon, aber bei der Mini hat Simulation es geschafft, mit dieser Dichtung, das ist übrigens eine spezielle, die dabei ist. Ich finde, es geht aber auch mit ein bisschen Kraft mit anderen Steckbowl-Dichtungen, aber es ist auch eine dabei. Von daher ist das gar kein Problem. Du kannst diese Pfeife direkt von der Bowl runternehmen, ohne Ringe umschrauben, Adapter dran machen, nada, und sie auf eine Steckbowl packen. Und das ist geisteskrank geil, dass das funktioniert. Das ist genau, was ich am allerliebsten bei allen Steckpfeifen hätte. Wenn jede Steckpfeife dieses Feature hätte, hey, wir haben eine mitgelieferte Bowl, und das ist auch hier natürlich wieder das 360-Grad-Klicksystem, aber du kannst sie einfach abnehmen und auf eine Steckbowl packen. Das ist so nice, wenn die Base nicht so klein wäre. Wenn die Base nicht so klein wäre. Und zwar ist die Base nämlich von dem Durchmesser so klein, dass du immer oben einen fetten Rand von der Bowl siehst. Und das hat am Ende des Tages bei mir dafür gesorgt, dass ich die Pfeife immer auf den Standard-Bowls geraucht habe. Also ich könnte sie instant auf eine Steckbowl stecken, mach's aber nie, weil es scheiße aussieht. Und das ist noch mein einer Kritikpunkt. Und wenn Stimulation das jetzt noch hinbekommen würde, dass wir die größeren Bases haben, wie bei den anderen Stimulation-Pfeifen, aber trotzdem das so easy auf eine Steckbowl packen, dann kann ich wunschlos glücklich sterben. Fast, fast. Aber ich wäre auf jeden Fall sehr, sehr glücklich. Das heißt, das Feature an sich unglaublich geil, in der Realität bei mir aber leider relativ selten genutzt, weil es einfach nicht so cool aussieht. Und weil die Standard-Bowls so schön sind, dass ich die dann doch lieber auf den Standard-Bowls geraucht habe, als auf einer Steckbowl. Aber wenn man möchte, geht's. Gut, wir sind ja eigentlich beim Rauchverhalten und deswegen erzähle ich euch jetzt nochmal, wie einfach oder schwer der Blow-Off geht. Und der geht ebenfalls sehr einfach. Also wenn ich hier einfach mal ziehe und einmal den Blow-Off mache. Dann kann man da relativ entspannt reinpusten und das funktioniert wunderbar. Ist nicht ganz so offen wie der Durchzug. Ich finde aber, der ist sehr gut getroffen. Also wie stark man reinpusten muss, damit der Blow-Off rauskommt, ist sehr gut getroffen. Und das sieht bei Simulation immer sehr gleichmäßig aus. Und diese technische, überragende Umsetzung, dass man irgendwie beim Blow-Off an sich, dass das dann so smooth aussieht, wenn man auspustet, ist schon wirklich sau nice. Und das macht auch die Mini absolut richtig, meiner Meinung nach. Also für mich fühlt sich das wunderbar an beim Entlüften und sieht meiner Meinung nach auch wunderbar aus beim Blow-Off. Das heißt, wir kommen zum Fazit. Wir haben einen viel besseren Durchzug. Wir haben die neue Optik. Und wir haben die semi-ultimativ, gibt es das überhaupt? Die semi-ultimative Lösung für Steck, aber auch Standard-Balls bei dieser Pfeife mit dabei. Und ich finde, das ist schon ein sehr gutes Upgrade. Natürlich nicht für Leute, die jetzt schon eine Mini haben. Die müssen nicht auf die neue Mini upgraden, meiner Meinung nach. Wenn euch eins der Feature unglaublich wichtig vorkommt, be my guest, könnt ihr natürlich machen. Aber für alle, die schon länger eine Mini haben wollten oder mit den Gedanken gespielt haben, sich eine zu holen, ist jetzt halt die Mini noch mal eine ganze Ecke besser und moderner geworden. Es fehlen ihr ein paar Kleinigkeiten, die größeren Modelle haben, auf die ich relativ gut verzichten kann. Und ich glaube, die wird bei mir noch sehr häufig laufen, weil die Mini sowieso eine geile Stimulation-Pfeife für mich ist. Jetzt habe ich aber beide da und kann mir aussuchen, welche ich rauche. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, Marv, was würdest du denn sagen? Soll ich die Mini nehmen oder soll ich die Expansion Mini nehmen? Hätte ich am Anfang gedacht, mit diesem neuen System wird das verdammt schwer, sich da zu entscheiden, ist es meiner Meinung nach aber immer noch nicht. Wenn du die Bowl von Stimulation schön findest und du nicht planst, viele Steckbowls zu besitzen, dann nimm die Mini. Wenn du allerdings die Möglichkeit, Caesar Bowls oder generell Steckbowls zu benutzen, feierst, dann wäre ich immer noch bei der Expansion Mini, weil die Base von der Expansion Mini oben aufgesetzt auf Steckbowls immer noch um Welten besser aussieht, als es bei der Mini der Fall ist. Und die Kaufentscheidung würde ich genau anhand von diesem Kriterium am Ende des Tages eben ausmachen. Weil beides geile Pfeifen sind, beide einen guten Durchzug haben, beide coole Feature mitbringen. Das ist der Hauptpunkt zwischen den beiden Pfeifen, der die meiner Meinung nach unterscheidet. Aber gutes Ding von Stimulation, ich bin happy. Durchzug ist geil, Optik gefällt mir. Blow-Offs kannst du dir aussuchen, ob du sie willst oder nicht. Und die neuen Feature, die dabei sind, sind auf jeden Fall nice to have. Lasst mich gerne wissen, was ihr von der neuen Stimulation Mini haltet. Denkt gerne an Code SWG bei Stimulation, falls ihr euch irgendwas bei Stimulation ziehen wollt. Dann kriegt ihr noch 40 € Zubehör kostenlos obendrauf. Einen Daumen nach oben, Abo wäre auch ein Träumchen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG. Tschüss.